zuletzt unser herzlicher Dank unserem Urgestein Dieter Kehrer, der wieder einmal gezeigt hat, wie unersetzlich er für unsere TSG Fußball ist. Ich übergebe nun das Wort gerne an unseren Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Aklang, Herrn Dr. Frank Knobber. Ja, vielen herzlichen Dank, geschätzter Herr Vorstandssprecher und oberster TSG-Fußballer Georg Hock, die mit rot-weißem Sturm und Drang, mit Teamgeist, Disziplin und Offensivfußball den verdienten Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg geschafft hat. Rolf Rüssmann wird nämlich das berühmte Fußballer-Zitat zugeschrieben: Wenn wir hier schon nicht gewinnen können, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt. Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Lukas Wurst, Alexander Kovac, Antonia Obermeier, Julian Hoog, Friedrich Laumann, Tim Viertel, Jonathan Witzer, Tim Renz, Nikola Milenovic, Tyler Penningwert, Theo Facki, Alisa Birner, Hanna Witzer, Justine Kett. Und zur Einweihung des Kunstrasens führt unser Oberbürgermeister Dr. Frank Knobber den ersten Anstoß an. Alles Gute! Für die TSG Backnang! Anschlusstreffer zum 2:1 durch unseren Sturmtank Mario Marinic! Ausgleich für die TSG Backnang zum 2:2. Torschütze in der 47. Spielminute. Unser Spieler mit der Nummer 13, Stefan Fichter! Mario, unser Superspieler hier bei der TSG Backnang. Erhöht für die TSG! Auf 3:2! Herzlichen Glückwunsch zum 3:2 Sieg, ja, gegen den Favoriten, kann man so sagen. Ja, jetzt angekommen in der Verbandsliga? Ja, wir sind schon längst angekommen. Wir haben uns hier bestimmt auch den nötigen Respekt der Gegner schon verschafft. Und wo das dann der Fall war, sicherlich mit dem heutigen Spiel. Ja, wer nach 0:2 nochmal zurückkommt und das Spiel dreht, Hochachtung, ich bin stolz auf meine Mannschaft heute. Mit welchen Zielen seid ihr denn konkret ins Spiel reingegangen?
mit minimalen Zielen, wenn man sieht, wer bei uns halt alles gefehlt hat. Aber ich habe dann immer meine noch verbliebenen Spieler gesagt, wir müssen nicht lamentieren, wer uns fehlt. Wir müssen sehen, wer noch alles da ist. Wir haben 11 hervorragende Jungs auf den Platz gebracht. Die haben die Vorgaben sehr gut umgesetzt und haben sich selber rausgezogen aus dem 0-2, Spiel gedreht. Wie gesagt, ganz, ganz tolle Arbeit. Also wir haben heute nicht mit einem Dreier gerechnet. Nach kurzer Zeit stand es ja eigentlich sehr schnell auch 2-0 für den Gegner. Viele Zuschauer dachten auch schon, das geht heute ziemlich unglücklich und auch ziemlich hoch aus gegen die TSG Backnang. Dann seid ihr doch nochmal fulminant zurückgekommen, ja, und habt das nochmal gedreht. Gab es da eine besondere Ansprache? Wie motiviert sich die Mannschaft da? Die Mannschaft motiviert sich von alleine. Das ist der Charakter, den sie an den Tag legt, in jedem Spiel aufs Neue. Und wir haben auch gesagt, selbst wenn wir in Rückstand geraten, wir werden weiter nach vorne spielen, versuchen unserer Linie treu zu bleiben. Haben dann auch sehr schnell das 2-1 noch vor der Halbzeit gemacht. Und ich habe in der Halbzeitansprache gesagt, wenn uns das 2-2 gelingt, werden wir das Spiel gewinnen. Und so ist es eingetroffen dann. Okay, prima. Habt ihr jetzt neue Saisonziele nach dem Spiel? Nein. Ja? Für uns geht es schlicht einfach nur gegen den Nichtabstieg. Okay. Herzlichen Glückwunsch für die Stadt Backnang, kann man schon sagen. Toller Spielverlauf gegen den Favoriten. Ja. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Also ich fand es fantastisch, dass die Mannschaft so viel Courage gezeigt hat, so viel Antrieb, Dynamik gezeigt hat, dass sie das Spiel noch gedreht hat von 0-2 auf 3-2. Ich hätte selber nicht mehr geglaubt, aber die Mannschaft hat an sich geglaubt. Der Trainer hat die Mannschaft nochmal klar gemacht in der Halbzeit und alle Achtung für dieses großartige Ergebnis, für dieses großartige Spiel. Jetzt spielt ja Backnang mit der TSG seit langem mal wieder sehr hoch in der Verbandsstaffel. Was bedeutet das insbesondere für die Stadt Backnang? Es bedeutet immer auch eine Marketingmaßnahme für die Stadt. Wenn eine Fußballmannschaft oder auch andere Mannschaft weiter oben im Amateurfußball spielt, uns hat es sehr gefreut. Es ist eine Aufwertung für uns alle, es ist eine Aufwertung für die Stadt und wir hoffen, dass die TSG nicht bei der Verbandsliga Halt macht, sondern mein Traum vom vollkommenen Fußballglück in diesem irdischen Leben ist, dass die TSG Fußball von 1919 spätestens im Jubiläumsjahr 2019 in die Oberliga Baden-Württemberg aufsteigt.